Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin ja sehr ruhig im Gegensatz zu Ihrem Parteikollegen, weil ich sehr froh bin, dass es in Zeiten ständiger Veränderung eine wesentliche Konstante in Österreich gibt. Und diese Konstante ist die ÖVP und ihre Teilorganisationen, wie sie sich schamlos am Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bedienen. Was mich nur trotzdem wöchentlich oder nahezu täglich überrascht, ist, mit welcher Dreistigkeit, man könnte es positiv formulieren, mit welcher Kreativität oder auch eben negativ, mit welcher Schamlosigkeit Sie sich am Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bedienen, wie Sie sich daran bereichern, wie Sie die Regeln missachten, den Rechtsstaat mit Füßen treten. Und der Kollege Hafenegger hat schon ein paar Beispiele aufgezählt. Ich kann vielleicht noch früher anfangen, weil wir könnten das hier stundenlang diskutieren. Sie erinnern sich, als Sie die Wahlkampfkostenobergrenze ganz bewusst mehrfach überschritten haben. Sie erinnern sich, als Mitarbeiter im Finanzministerium Umfragen in Auftrag gegeben haben und öffentliche Gelder dazu verwendet haben, den Aufstieg von Sebastian Kurz zu orchestrieren und diese Gelder für Parteizwecke zu missbrauchen. Sie erinnern sich, wie in Vorarlberg über schwindlige Inseratengeschäfte versucht wurde, neben der eh schon üppigen Parteienförderung noch vielleicht ein bisschen ein zusätzliches Körperlgeld für die ÖVP von den Unternehmerinnen und Unternehmern abzupressen. Und wer den österreichischen Schriftsteller Wolf Haas kennt, der wird jetzt sagen, jetzt ist schon wieder was passiert. Jetzt hat der Verein Oberösterreichischer Seniorenbund und seine Ortsgruppen die Corona-Krise dazu verwendet, 2 Millionen Euro aus einem Fonds für Non-Profit-Organisationen sich zu holen. Und das, obwohl die Verordnung ganz klar vorgesehen hat, dass es keine Auszahlung an politische Parteien und deren Teilorganisationen geben kann. Man hat im Antragsformular sogar anklicken müssen und ausdrücklich bestätigen, dass man keine Teilorganisation einer politischen Partei ist. Das hat die Proponenten des Oberösterreichischen Seniorenbunds nicht daran gehindert, in großer Manier Steuergeld einzukassieren. Und jetzt könnte man glauben, es geht gar keine größere Unverfrorenheit. Aber dann kommt die ÖVP. Und die ÖVP erklärt uns, der Seniorenbund ist gar keine Teilorganisation der ÖVP. Das, was die Teilorganisation der ÖVP ist, das heißt zwar auch Seniorenbund, das hat die gleiche Adresse wie dieser andere Verein, das hat den gleichen Geschäftsführer wie dieser andere Verein, das hat den gleichen Obmann wie dieser andere Verein, das hat sogar das gleiche Logo wie dieser andere Verein, aber es ist ein ganz anderer Verein. Und ich weiß nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP, ob Sie diesen berühmten Ententest kennen. Wenn etwas aussieht wie eine Ente, wenn etwas schwimmt wie eine Ente, wenn etwas quakt wie eine Ente, dann können Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sicher sein, dass es auch eine Ente ist. Und wenn Sie diesen Test jetzt mit dem Oberösterreichischen Seniorenbund machen, dann können Sie mir doch im Ernst nicht erklären, dass der Oberösterreichische Seniorenbund gar nicht der Oberösterreichische Seniorenbund ist. Das, was Sie machen, ist, dass Sie versuchen, dass da zwei Vereine, die genau gleich sind, angeblich, und das ist die nächste Unverfrorenheit, ganz unterschiedliche Dinge machen. Wir haben gehört, es gibt den einen Verein, der soll die Senioren politisch repräsentieren, und es gibt den anderen Verein, da kümmert man sich um Soziales, der Kollege Lindinger hat angesprochen, wie man sich um die Leute dann kümmert. Dafür braucht es zwei Vereine offensichtlich. Das ist mir neu, ich war jahrelang Vorsitzender einer politischen Jugendorganisation, und wir hatten einen Verein. Es gab dann Zweigvereine in den Bundesländern. Aber, Herr Kollege Lindinger, was ich nie verstanden habe, aber vielleicht ist das bei der ÖVP anders. Ich habe immer gedacht, wenn wir als Junos politisch diskutieren untertags, dass wir da als gleicher Verein am Abend auch nachher auf ein Bier gehen können. Offensichtlich ist das bei der ÖVP anders. Offensichtlich muss die JVP sich zuerst zum Landeskongress treffen und wenn sie am Abend ein Zeltfest organisieren, ist das eine ganz andere JVP. Das ist doch absurd. Sie führen die Menschen an der Nase, sie führen die Menschen hinters Licht und das Ganze um sich am Steuertopf zu bedienen. Und das Ganze ohne Unrechtsbewusstsein, weil das ist ja nicht allein der Oberösterreichische Seniorenbund, das ist der Wiener Seniorenbund, der Tiroler Seniorenbund, der Kärntner Seniorenbund, über 500.000 Euro am Steuertopf. Die JVP hat zugegebenermaßen sehr wenig bekommen davon, das muss man schon sagen. Und Herr Vizekanzler, was ich nicht verstehe, Sie beschwichtigen dann
und sagen, es ist eine komplexe Rechtslage, haben sie im Ausschuss, hat man mir erzählt, gesagt. Ich verstehe nicht, wo die komplexe Rechtslage ist. Wenn der Oberösterreichische Seniorenbund nicht berechtigt ist, sich am Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu bedienen, dann darf er sich auch nicht dran bedienen. Da ist überhaupt nichts Komplexes dran. Und spätestens, Herr Vizekanzler, seit der Feststellung des Rechnungshofes, der gesagt hat, natürlich ist der Seniorenbund eine Teilorganisation der ÖVP, sollten Sie es ja auch wissen. Es ist zugegebenermaßen schwierig, in diesem Sumpf der ÖVP noch den Überblick zu haben. Sogar der Rechnungshof muss jetzt einen dritten Wirtschaftsprüfer bestellen, weil niemand mehr in ihrem System der strukturellen Korruption einen Durchblick hat. Aber wir können in einen kleinen Teil jetzt Licht hineinbringen, diesen kleinen Teil der strukturellen Korruption aufklären. Deswegen bringe ich folgenden Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wollte beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, wird aufgefordert, rasch sämtliche Leistungen aus dem MPO-Fonds genau darauf zu überprüfen, ob entgegen § 5 Ziffer 1 der MPO-Fonds-Richtlinienverordnung Hilfszahlungen an politische Parteien erfolgt sind. Diese Überprüfung soll sich insbesondere auf Hilfszahlungen an bekannte Vorfeldorganisationen sämtlicher politischer Parteien in Österreich sowie die gesetzeskonforme Verwendung dieser konzentrieren. Hören Sie auf, mit beiden Händen schamlos in die Taschen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu greifen und sich und die ÖVP zu bereichern.